Moin, moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ihr seht's, ich bin mal wieder am Düsseldorfer Flughafen. Seit langer Zeit mal wieder ein ausgiebiges Planespotting. Die Impression, die ihr gleich sehen werdet von der Singapore Airlines, war ganz knapp. Ich war gerade durch die Siku durch. Da rollte sie an mir vorbei. Tut mir echt leid, wenn sie nicht ganz so gut geworden ist. Wollt ihr mehr Impressionen vom Düsseldorfer Flughäfen sehen? Schaut in die Pliss Flughäfen. Und jetzt viel Spaß mit dem Planespotting hier vom Düsseldorfer Flughafen. Ja, im Hintergrund rollt die 340-300 der Eurowings, stand oben an den C-Gates, Vordergrund Condor 757-300 Pushback und Corendon.com ist jetzt auf der Außenposition.
Ja, wie ich gerade erfahren habe, der A380 heute Mittag kommt nicht. Erst heute Abend, denn in Dubai wird ja die 23 rechts saniert. Dadurch fährt der Mittagskurs heute aus. Ich habe mich nämlich schon gewundert, denn da, wo der A380 normalerweise steht, steht jetzt die Eurowings. Aber so wisst ihr Bescheid, dass heute im Video bei mir keine A380 im Video vorkommt. So, TUI Pushback. Dann kommt gleich die Eurowings Herz und danach ein ADAC Rettungsflieger. Warmos Air ist gelandet für Sun Express. Habt ihr gerade die Landung gesehen? Ist zwar ein bisschen schwierig mit dem Handy zu filmen. Ich denke mal, ich werde sie gleich noch an der Parkposition auch nochmal filmen. Aber ein sehr schönes Gerät. Und dann werde ich auch gleich das Video beenden, wenn sie an der Position steht. Bin nämlich müde, will nach Hause.
Ja, meine Freunde von Robin TV. 747 Vamos Air für Sun Express steht jetzt am Gate. Es fängt jetzt auch an zu regnen. Deswegen sage ich jetzt Ciao mit Frau Robin. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.